Hallo Afobs, willkommen im Lobenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich der Dirk, hallo. Das Ding haben wir schon ein Video gemacht. Richtig, genau. Warum hast du da hingeschoben? Es geht heute um etwas, das eventuell damit zu tun haben könnte. Haben wir das Video gemacht? Ja, wir, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, sonst? Aber, ja, hör mal, wir sind hier die, also es hat doch, wir haben doch die meiste Ahnung von dem Zeug. Ich habe damals schon gelebt, muss ich sagen. Das wolltest du eigentlich sagen. Ja, das wollte ich, ja, das habe ich auch gesagt im Video. Also wie ihr seht, ne? Der eine Kollege da innen drin, hier in der Mitte vom Kreis, der silberne Kollege, der könnte nämlich auf seinem Kopf etwas ganz Bestimmtes getragen haben. So, und jetzt musst du den da ins Bild ziehen. Okay, der hier. Also das ist der, der eventuell da in der Mitte gestanden hat. Genau, das ist der, der von den Schergen des Bösen umringt, quasi in der Mitte gegen die Weise 1x1 Roundblade gekämpft hat. Und der hat den Helm halt aufgehabt. Wir kommen dann wohl heute zu drei Helmen. Wir kommen zu drei Helmen. Ja, weil die so als auf so einem auf dem Display-Stand mit einer Plakette stehen, die zeigt, was denn das überhaupt für ein Helm ist. Und er hat seine Freunde mitgebracht. Ne? Zum einen jenen hier. Okay, da steht es ja auch an. Also wir haben einen Spartaner-Helm, genau. Einen Gladiator-Helm ganz und genau. Einen Römer-Helm. Ein Römer-Helm, ja. Schön hier mit Pinsel auf dem Kopf und so. Und das stellt man sich zu Hause hin. Das kann man sich wunderbar ins Regal stellen. Also ich finde die jetzt, die sind doch schön geworden. Ne? Also meine Ketten, ne? Das ist keine Frage. Also die stellt man sich dann aber ins Regal und wer weiß, wenn die gut ankommen, vielleicht haben wir ja dann irgendwann nochmal andere Helme oder so. Es müssen ja nicht immer historische Helme sein, es könnte ja auch ein Motorradhelm sein. Ein Motorradhelm, genau, ein einfacher Motorradhelm zum Beispiel. Ja, also das ist halt, das ist nichts zum Spielen. Das muss man dazu sagen. Das ist von der Konstruktion her, damit das halt auch so aussieht, ist das an manchen Stellen ein bisschen filigran und ein bisschen tricky. Also das sollte man nicht probieren, seinem Baby aufzusetzen oder wem auch immer. Die sollte man bauen, hinstellen und sich dann daran erfreuen, wie die aussehen. Also zum Spielen sind die nicht gedacht. Was lachst du denn da so? Sein Baby nicht aufziehen. Also du, wie kommt das? Also mein Kleine würde dir aufs Köpfchen passen. Dein Kleine vielleicht, ja. Aber der Baby doch nicht. Mein Kleiner also, ist ein Baby. Lass uns doch mal jetzt zu den einzelnen Helmen kommen. Ja. So. Auseinanderziehen. Was ist denn? Nee, ich habe die Regieanweisung gesehen. Ja, du musst ein bisschen rüber, damit wir... Nee, weil den haben wir doch jetzt mit dem fangen wir jetzt an. Okay, gut, alles klar. Entschuldigung. Wir sind total durchdacht, wie immer. Ja. Haben voll den Plan. Ich kriege hier verwirrende Anweisungen. Also, so. Spartaner. Spartaner. Genau. Die Schlacht der Thermopylen, das berühmteste, was die Spartaner so gemacht haben. Ne? Also... gegen 1 Million Perser und so. Da gab es doch, irgendwann mal so ein Bewegtbild. Community mit Geschichte, also pff. Also die 300 Spartaner. Den Film habe ich gesehen. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es eigentlich nicht aussprechen, aber gut, es waren halt Nummer 300 Spartaner, die haben in eine Schlucht haben die 1 Million Perser zurückgeschlagen. So, und die haben das gekonnt, weil sie alle solche Helme auf hatten und dementsprechend sehr gut geschützt waren. Naja. Ja. Ob die jetzt golden waren oder nicht, das sei mal dahingestellt. Bei uns ist er auf jeden Fall gold, weil es besser aussieht. Der einzige Spartaner, den ich kenne, ist Spartacus. Ja, der war da auch dabei. Nee, er war da nicht dabei. Der Spartacus, der hat doch die Sklaven befreit. Der Spartacus. Aber ich glaube, der hat gar keinen Helm gehabt. Ich habe keine Ahnung. Nee, da gibt es nämlich auch eine Serie und ich glaube, der hat gar keinen Helm gehabt. Nee. Aber das war ja ein Sklave. Das ist doch ihr Job da draußen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Okay. Das war doch der Kirk Douglas, oder? Das der alte Spartacus. War das? Ja? Das war der Kirk Douglas, ja, der Spartacus, genau. Nicht der Charlton Heston. Na, das war der Moses. Und der Ben Hur. Also, guck mal, was ist denn mit dir? Das sind doch die Filme, die sind doch gelaufen, als du ein junger Mann warst. Ich weiß, ich mach doch nur so. Ich hab doch hier ein Image. Okay, ich verstehe, okay. Der Ben. Egal, weiter. Jetzt mal wieder ernsthaft. Also, den Spartacus-Helm. Das ist ein Baby-Special mit der Nummer 105133 mit 538 Teile zum Preis von 27,95. Genau, ein sehr schönes Modell. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Den haben wir ja eben schon gesehen. Gladiator-Helm. Das ist unser Gladiator-Helm, ja. Und interessant dabei ist, die sind, obwohl sie doch alle eigentlich dasselbe Zweck hatten, sind die alle irgendwie so ein bisschen anders aufgebaut. Also, ja, was heißt denn dasselbe Zweck? Der Gladiator ist ja eigentlich eine relativ arme Wurst gewesen. Gegen jetzt zum Beispiel dem
Dem Römer. Römer, ja. Aber nichtsdestotrotz hat er ja den Helm auf, damit er sich vor irgendetwas schützen kann. Und ja, aber das ist wieder weniger Schutz als jetzt diese Helme hier, ne? Ja, gut, aber das ist für einen Gladiator ist das eigentlich schon ziemlich viel Schutz. Normalerweise, weiß nicht, keine Ahnung. Also. Und er hat keinen Tapezierpinsel. Und er hat keinen Tapezierpinsel auf dem Kopf, das ist richtig. Vielleicht sind die. Können die ja eventuell noch älter gewesen sein und da gab es noch kein Tapet. Da musste man noch nicht tapezieren. Das weiß ich nicht. Jetzt mal ernst. Ja, also ich denke mal, die haben einfach. Das ist einfach Schmuck bei den anderen, oder? Ich denke, dass das was mit der Stellung zu tun hat, mit dem Rang oder sowas. Je größer dieser Pinsel ist, desto. Also zumindest bei dem Römerhelm, den wir gleich sehen, könnte ich mir das vorstellen, dass das so eine Art von Rangabzeichen ist. Mhm. Es gibt da ja welche, die haben hier ausufernd große Pinsel und dann gibt es welche, die haben einfach nur oben so einen kleinen Kranz. Das wisst ihr mit Sicherheit besser. Deshalb schreibt es gerne in die Kommentare, es wird mich wirklich interessieren. Also zum Tapezieren sind die Dinger nicht. Nackenschutz? Nackenschutz, genau. Damit, wenn du hier ins Knick kriegst mit dem Schwert, damit nicht gleich der Kopf ab ist. Ja, wobei, mich hat es immer so gewundert, dass die überhaupt mit den Dinger kämpfen können, weil du siehst doch viel schlechter. Ja, klar, aber der andere hat ja auch einen Helm auf und sieht schlechter, von daher. Ja, aber da hätte ich noch ausgezogen, da hätte ich schon einen enormen Sichtvorteil gegen. Ja, und dann kriegst du direkt gleich eins auf die. Aber der sieht mich doch gar nicht. Ja, aber vielleicht sieht er dich ja doch. Das der Gladiator-Helm, die 105131 mit 447 Teile für 24,95. Genau. Ja, und der kostet deshalb 3 Euro weniger, weil der halt keinen Kamm hat. Ist dir gar nicht aufgefallen, gell? Doch. Aber vielleicht hat er einfach nur wenige Teile. So. Ja, weil er halt keinen Kamm hat. So, und hier kommen wir wieder zum Kamm. Das ist unser Römerhelm. Ja. Da sieht man dann auch wieder, der hat hier vorne wieder so einen Backeschutz. Der Gladiator, der hat nur so einen Schnorchelschutz gehabt. Und ja, hier die ganzen goldenen Applikationen. Ja, das ist, ich denke mal, das ist, Rang, wie heißen die, Centurion nannten die sich oder sowas, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendwas höhergestelltes. Der hat selbst gar nicht kämpfen müssen, der hat kämpfen lassen. Kein normaler Legionär. Wahrscheinlich nicht, so nee. Also ich denke, der hat schon was zu melden gehabt. Ja. Mhm. Der ist dann mit dem Ware durch die Gegend gefahren und hat nur quasi. Das hier vorne sind Sticker. Das sind Sticker, das ist, sind Specials, alles drei, deshalb sind die nicht bedruckt, sondern sind Sticker. Mhm. Ja, aber wenn man die schön aufklebt und dann sieht man es kaum, dass es Sticker sind, finde ich jetzt nicht schlimm. Diese Füße hier, das sind normale Teile hier? Das kennt man so? Das sind normale Teile, ja, das kennt man schon so, das runde Zeug. Mach das jetzt einfach mal ab hier. Ja, das benutzen wir auch bei anderen Modellen, haben wir das. Bei unseren Star Trek-Modellen, bei den Schiffen, benutzen wir das teilweise. Aber oft nicht. Nie gesehen, die Dinge. Nicht, nee. Naja, also, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja? Okay. Das ist jetzt der Römerhelm, die 105132 mit 526 Teile für 27,95. Genau. Die drei Helme sind Displaymodelle, die solltet ihr euch, wenn ihr daran Spaß habt, ins Regal stellen, hübsch finden, genau. Ab und zu mal drehen. Und wenn ihr einen Pinsel habt, ab und zu mal abstauben, Pinsel. Ja, also das ist kein Problem. Nur wie gesagt, das ist halt jetzt nichts, was man, womit man spielen kann oder aber so. Aber sauber mal, wie machst denn du das? Ah, mit so einem Pinsel schon? Mit Pinsel? Ja, man kann mit so Computerdruckluft sprayen. Du kannst auch so Druckluftspray nehmen, ja, das geht auch, aber wir haben da meistens so kleinen Pinsel hier und dann gehst du halt einfach hin und dann pinselst du da einfach mal drüber. Das, so ein Kosmetikpinsel oder so. Ja, Pinsel vom Dach? Ja, das kannst du mal sehen. Hier nur geschnippt und schon ist er. Kriegst du in eine Drogerie oder so, kriegst du so Kosmetik. Dann pinselt sich doch den Staub von dem einen Teil aufs andere Teil. Nee, weil der Staub bleibt in den. Das ist ja hier Kunststoff meistens, die Pinselchen. Und da bleibt das nämlich in den Borste hängen, weißt du? Ich sehe, du kennst dich mit Kosmetikpinseln nicht aus. Wenn es bei mir eingestaubt ist, dann. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr und wir wünschen viel Spaß beim Bauen. Macht's gut, ciao.